ich grüße euch. Ich zeige euch heute mal eine wunderbare Kombination von Trommel und Handklatsch. Und dazu habe ich ein paar Rhythmen für euch vorbereitet, die wir auch hier in den Kursen so spielen. Und ich fange mal gleich an. Es geht los. Der erste Rhythmus ist die Wippe mit Doppelbass. Den zeige ich euch erst einmal. 1, 2, 3, 4. Alright, mal ganz langsam. Ich mach's mal noch langsamer. 3, 4. Das ist die Wippe, die könnt ihr natürlich auch in einem ganz anderen Tempo spielen. Ja. Und so weiter und so fort. Der nächste Rhythmus ist der Sha-Amba, verteilt eben auf Trommel und Klatsch. Ihr erinnert euch, der Sha-Amba geht auf und eins los. Und es geht dann so. Ich spiele euch den erst nochmal vor. 3, 4. Und das Ganze langsamer. Dim, 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 dim. 1, 2, 3. Jetzt spiele ich mal das Sha-Amba-Muster mit einer Pause, damit ihr genau das, die Musterlänge auch habt. 3, 4. Das ist das Muster. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Und jetzt nochmal ohne Pause. 3, 4. Ich beginne jedes Muster bei dem Rhythmen immer mit meiner Haupthand. Das ist meine rechte Hand. Der nächste Rhythmus ist, und der hat gar keinen Namen, und der ist so. Das heißt Bass, Klatsch, Band, Klatsch. Schneller. Okay, alright. So, der vierte Rhythmus aus dieser Runde ist der Herzrhythmus. Ich spiele euch immer vor. 3, 4. Habt ihr schon gemerkt, der ist gar nicht so schwer, den kann man ganz gut nachspielen. Ich mache den trotzdem aber noch mal langsamer. Boom, ka, boom, boom, ka.
two, three, four. Jo, und das war's. Es gibt natürlich noch viel mehr Varianten, die ihr spielen könnt. Ich habe euch erstmal vier gezeigt und vielleicht könnt ihr einfach mal selber probieren, die Rhythmen, eure Rhythmen, die ihr kennt, einfach mit Trommel und Klatschen einfach zu verteilen. Ja, das Klatschen wäre dann die Höhe halt immer, ne? Der Rand. Bass und Rand. Bass und Klatschen. So, zum Schluss spiele ich euch nochmal ein paar Dinge vor. So, ich lasse das Video nochmal die vier Rhythmen gleichzeitig laufen, weil die fetzen natürlich erst dann so richtig, wenn man die mit anderen kombiniert. Ja, also ein Rhythmus alleine, okay, aber wenn du schon zwei hast, das verhakt sich schön ineinander und klingt wunderbar. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Trommeln, wunderbare Erlebnisse und habt einen schönen Tag, euer Ingo. Gute Mann.